Hallo und willkommen zurück bei The Witcher 3. Aufmachen. Gut. Hier können wir nichts mehr aufmachen. Hier auch nicht. Wie wär's mit da oben? Am Bus. Nägel und anderes Zeug. Kurzer Moment bitte. Schauen wir uns zuerst mal. Was machen wir hier eigentlich? Tut mir leid, seit der letzten Folge ist ein Weilchen passiert und ich habe keine Ahnung mehr, wo und was und wie wir sind. Da draußen ist ja auch noch eine. Wie sind wir überhaupt hierher gekommen? Es kommen hier überhaupt keine. Moment. Ja. Gut. Schön. Okay. Ach ja, wir haben hier gekämpft. Gegen Harpien. Genau, wir kamen von hier und... Genau. Und die sind tot. So. Genau, wir kamen hier und wollten... Ja, stimmt. Wir sollten das Tagebuch lesen, damit wir etwas erfahren. Ah, jetzt fällt es mir wieder ein. Moment, ups, Steuerung. Okay. Okay, es ist kein Questgegenstand, aber dafür haben wir jetzt ein paar nette Schwerter gekriegt. Ja, Schwerter kann man das ruhig nennen. Moment. Es muss doch ein Questgegenstand sein, oder nicht? Geleitbrief, bla bla. Ah, hier. Tagebuch von, aha. Eranimus Notiz. Dank meiner Untersuchung an Elgas Rüstung kann ich jetzt neue Legierungen entwickeln und die magische Konduktivität des zweiten Kristalls erhöhen. Das könnte für meine Arbeit am Teleport der Durchbruch sein. Als Testlauf habe ich das Portal so kalibriert, dass der Ausgang in der Höhle beim Fundament des Turms liegt. Jetzt muss ich nur noch den Kristall mit Sonnenenergie aufladen. Zu diesem Zweck habe ich ihn auf der Außenmauer des Turms bei der Einrüstung deponiert. Einrüstung? In ein paar Stunden ist es aufgeladen. Ich habe meine Arbeit an einem Schema fertiggestellt, mit dem wir diese Rüstung replizieren und die gesamte Wolfsschule damit ausstatten können. Der Fund ist Varim, dem Pferdmeister, zu verdanken. Doch ich war es, der mit logischer Deduktion und nur wenig magischer Unterstützung die Kammer entdeckte, in der Elga residiert haben muss. Der Raum war hinter einer primitiven Illusion verborgen. Man musste nur genau hinsehen, um hindurchzublicken. Ich fand Notizen, aus denen hervorgehte, dass Elga Schemas zur Verbesserung seiner Ausrüstung
ausgearbeitet und dann aus Sicherheitsgründen an verschiedenen Orten in aller Welt versteckt hat. Nach sorgfältigem Studium der Notizen konnte ich einen Plan anlegen, wie diese Verbesserungen aufzufinden sind. Ich ging zum alten Wachturm und gab Shirt den Plan. Sobald er mit dem Silberschwert-Schema fertig ist, wird er aufbrechen, um alle Schemas einzusammeln. Warin hatte das Stahlschwert-Schema fertiggestellt und wird nun mit der Herstellung der Klinge beginnen. Ich hoffe, er gibt sie den bedauernswerten Kerlen, die er ausbildet. Anständige Ausrüstung haben sie mindestens verdient, wenn sie schon die Schrecken erdulden, die er als Übung bezeichnet. Bei den Göttern, das ist doch Feuer am Horizont. Dort, wo der alte Wachturm steht. Was ist das für ein Lärm vor meinem Turm? Der Ausgang ist blockiert. Was geht hier vor? Ja, was ist das? Zeichen, dass die Prüfung des Geschicks abgeschlossen wurde. Wolfs Herz. Magische Glühwürmchen. Und hier. Tagebuch von Chert, den Assistenten des magischen Hieronymus. Gewöhnlicher Gegenstand. Okay. Schreibe in höchster Eile, denn jeder Moment kann meinen Untergang bringen. Der Burgfried wurde von einer Bauernbande mit allerhand scharfem und schwerem Gerät gestürmt. Ich war gerade in der Werkstatt, als sie angriffen. Mein neues Silberschwertschema beanspruchte mich so sehr, dass ich den Mob erst gar nicht wahrnahm. Ich habe die Türen verrammelt, aber das hält natürlich nicht ewig. Ich kann nur beten, dass Varim kommt und mich rausholt, ehe sie durchbrechen. Zum Glück sind wir mit der Arbeit am Stahlschwertdiagramm schon vor ein paar Tagen fertig geworden und haben Varim mit dem Schmieden beauftragt. Mit dieser vorzüglichen Waffe und der Hilfe seiner Hexeranwärter dürfte der Bauernhaufen mit seinen Haken und Forken kein Problem für ihn darstellen. Aber für unbewaffnete Gelehrte wie meinen Meister. Sind sogar Missgaben eine tödliche Gefahr. Hieronymus hat sich seit Tagen in seinem Turm eingeschlossen. Seine Arbeit hat an einem neuen Rüstungsschema nimmt ihm voll und ganz in Beschlag. Vielleicht ist ihm noch immer nicht klar, in welcher Gefahr er schwebt, wenn die Bauern ihn finden, ehe Varin sie niedermachen kann. Und ich wäre dem Albtraum um ein Haar entgangen, hätte ich doch auf meinen Meister gehört. Hieronymus hat mir Notizen zu den Orten hinterlassen, die mit dem legendären Helga im Zusammenhang stehen, einem Hexer aus der Wolfsschule. Dieser Helga hätte die Ausrüstung der Schule angeblich einschneidend verbessert. Ich sollte seine Spur folgen, um die Schemas zu finden. Selbst wenn ich gestern noch aufgebrochen wäre, ich wäre zum Zeitpunkt des Angriffs weit genug von Kaer Morhen fort gewesen. Stattdessen säumte ich und nun kauche ich hier und bange um mein Leben. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Okay. Moment. Ein Kristall und draußen. Ein Kraftspeicher für Portale. Scheint aufgebraucht zu sein. Vielleicht kann ich ihn mit einem Zeichen wieder auffüllen. Ah. Oder was? Ein Kraftspeicher für Portale. Scheint aufgebraucht zu sein. Vielleicht kann ich ihn mit einem Zeichen wieder auffüllen. Aha. Der Teleport ist offen, aber er sieht instabil aus. Ein Speicher reicht wohl nicht. Okay.
Nein, 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 nein. Zurück, zurück, Geralt. Ich will hier... Ein Portal. Der Kraftspeicher fehlt. Ich sollte mich umsehen. Ah. Das wird ein bisschen eingegrenzt. Oben oder unten? Hoppala. Kann es sein, dass es hier ist? Was ist noch tun? Genau hier in diesem Bereich sollte es sein. Dann ist es wohl eher oben. Das blendet ja. Aber keine Angst, wir haben eine Sonnenbrille. Nee, nicht wirklich. Aber viel. Ja. Aber vielleicht Hexersinne gegen die zu helle Sonne. So. Haben wir das bei Nacht auch geplündert? Sagen Schnaps. Genau hier sollte es sein. Kann es sein, dass es vielleicht runtergefallen ist? Okay, das sieht sehr runterfallerisch aus. So, dann gehen wir ein Stück näher. Upala. Und schauen hier unten an. Wirklich da unten? Okay. Ja. Also kann sein, dass wir den Kraftspeicher schon... Ein Kraftspeicher für Portale. Scheint aufgebraucht zu sein. Vielleicht kann ich ihn mit einem Zeichen wieder auffüllen. Der Teleport ist offen, aber er sieht instabil aus. Ein Portal. Speicher reicht wohl nicht. Der Kraftspeicher fehlt. Ich sollte mich umsehen. Okay. Du solltest dich umsehen und nicht runterfallen. Das... Okay, seltsam ist es nicht, aber irgendwie schräg. Finde ich. Oh, super, da ist er ja auch schon. Manchmal frage ich nach Achte, wo ich die Augen habe. Aber das ist jetzt nicht mehr wichtig, wir haben es. So, gleich sind wir da, gleich sind wir da. Und... Gut, und jetzt aktivieren. Funktioniert. Wer hätte das gedacht? Gut, dann... Oh... Ich dachte, ich muss reinspringen. Ein Kraftspeicher für Portale. Scheint aufgebraucht zu sein. Vielleicht kann ich ihn mit einem Zeichen wieder auffüllen. Ja, kannst du. Der Teleport ist offen, aber er sieht instabil aus. Ein Speicher reicht wohl nicht. Ja, das ist mir bewusst. Ein Speicher reicht nicht. Bla bla bla. Okay, gut. Jetzt hier drauf und nehmen. Da!
Okay, das war scheiße. Ein Kraftspeicher für Portale scheint aufgebraucht zu sein. Vielleicht kann ich ihn mit einem Zeichen wieder auffüllen. Ja, Zeichen, Papeichen, Kakeichen. Nee, 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 nee. Das war eigentlich mein Ziel vorhin. Ich wollte nur den Scheißkristall runternehmen und dann zurückgehen. So. Hopp, 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 hopp. So. Das haben wir gleich. Setzen das ein. Moment. Der Teleport ist offen, aber er sieht instabil aus. Ein Portal. Ein Speicher reicht wohl nicht. Der Kraftspeicher fehlt. Ich sollte mich umsehen. Gut. Und jetzt aktivieren. Gut, und bam! Funktioniert. Wer hätte das gedacht? Speichern und. Muss ich daran hier? Wow! Ah! Aha! So geht das. Und weg. Jämmerlich. Jämmerliche kleine Frau. Ja, jetzt fehlt nur noch eins. Und das scheint dieses Wolfsschulschwert zu sein. Moment, was? Soll ich zuerst verkaufen gehen? So. Gut. Soll ich nach Novigrad oder so gehen und zuerst die Sachen verkaufen? Wie weit sind wir eigentlich von Kermöhem? Wir gehen halt zum anderen. Wie heißt es schon wieder? Ja, genau. Zum Turm, zum Belagerungsdingens. Egal. Was auch immer da oben ist, das ist wahrscheinlich vorübergehend sehr gut geschützt. Super. Super, super, super. Und damit meine ich nicht super Richie. Also gut. Und jetzt plötzlich heute wieder Wind. Deine Mutter war auch der Wind. Keine Ahnung, ich versuche einfach irgendetwas dazu zu sagen. Und was ist das? Also zuerst einmal. Königlicher Burg Wiesima, Weißgarten. Also gut, wählen das Niemandsland und Novigrad. Wo wollen wir? Was ist das denn? In Ochsenfurt gab es ja immer so einen nicht gut gebauten, sondern gut verhandelnden Ochsenfurt hier, genau. Zwar beim Westtor. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig.
Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Also gut, jetzt haben wir es erfahren. Uma war ein wissender Elf. Ein sogenannter Wissender. Aber das wussten wir auch schon vorher. Oh. Dann ruhen wir uns ein bisschen aus, damit wir dann in aller Ruhe das Zeug verkaufen können. Unser Krempel. Okay. Ich huste jetzt hier einen ab. Kaum zu glauben, dass Nike mit Hexerei zu... Okay. Wie scheint es dir gerade, Fallout 3 funktioniert nicht mehr. Es ist abgestürzt. Also würde ich sagen, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.